Büro der Verborgenen. Du meinst jetzt das Büro der Verborgenen in Memphis. Ah ja. Alles klar. Es geht weiter mit Assassin's Creed Origins. Herzlich willkommen zu dem DLC, den ich jetzt starten werde. Obwohl er auf 38 ist. Wir sind 37. Ist in der Nähe. Warte mal. Was ist das hier eigentlich? Ja, machen wir halt mal. Renno. Ja, Eieteil. Oh, Eieteil. Renno. Aua. Schön, schön. Boah, ich sehe geil aus, sieht mir. Aber ich hätte bessere Credits vorgestellt. So, wo die Kamera in die Gebiete schwenkt und man sieht das da, oder so ein kleines Bild, wo man halt die ganze Story nochmal sieht, während die Credits laufen. Das wäre auch nicht schlecht, aber eine Kurzverfassung. So, das sind wir auch schon. Bei ihm. Alles klar. Entschuldigung, ich suche nach einem Mann namens Bayek. Ja, was gibt's? Ich bin hier, um dich in den Sinai zu bringen. Ja. Bayek, ich schreibe dir mit außerordentlicher Besorgnis. Der Sinai revoltiert gegen die römische Herrschaft. Bei einem Massaker wurden zwei Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich, denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch beisammen halten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, mein Freund. Schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel. Lautlos wie die See und bringt Tod. Unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bayek ist. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Klingt nach einem echten Mann. Assassin's Creed Origins, The Hidden Ones. Die Verborgenen. Ja, geil, neue Montur. Blind, glaube ich, ne? Steht da aufladen? Aufladen. Wenn unser Land eines der Helden ist,
werden die Nabatäer frei sein. Warte mal. Ausrüstung. Ich will mir das Skorpionenschild. Und ich will kein Pferd nehmen, aber es gibt so viele Einhörner. so viele Kamele in dem Spiel. Ich finde irgendwie Pferde besser. Ja, dann bleib erstmal bei der Montur. Das ist halt die Standardmontur. Karte, zeig mal. Ach du Heilige. Okay, es sind 4 Gebiete jeweils. Aber schwere, ne? Das Land des Türkis gehört uns. Also lasst uns herrschen. Lasst uns herrschen. Sklavenarbeit. Der Mündung der Schluchten bis Rafidim. Das sei jetzt weg. Wir frei sein. Mal schauen, was hier abgeht. Wird zwar nicht so lange sein, gerade weil es 4 Gebiete sind, aber statt die Leiter zu benutzen, nö. Na, schauen wir mal. Aha. Das Land des Türkis. Des Türken. Das Land des Türken. Übrigens ist das jetzt 4 Jahre her. Nee, 6 Jahre, ne? Hatten ja vorher 43 und jetzt haben die 38, also 5 Jahre. Ey. Kann ich dich mit etwas locken? Was hast du denn so? Aha. Ah, nichts Besonderes, ja. Kann aber nicht mein Schild aufrüsten. Nice. Aber nur einen Punkt. Verkaufen können wir auch was. Goldener Wolf. Ist gut. Oh. Nice. Immer wieder ein Vergnügen. Unnötiges Zeug bringt viel. So, wir müssen hier lang. Büro der Verborgenen. Aha. Der Eingang ist versperrt. Es muss einen anderen Weg geben. Senno kann helfen, Steckereingänge zu finden. Was ist das denn? Meinst du, das führt nicht dahin?
So, das könnte doch schon klappen. Sehr Schatzgrotte. Bin ich denn hier? Cool, Sicherheitsgurte. War ein schneller Fund. So, aber wie kommen wir jetzt da hin, ne? Meinst du nicht, dass wir hier rangehen können? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall nicht. Steht immer noch Senno, kann helfen, bla bla. Ich gehe erstmal zur Questmarkierung. Zu weit weg. So, oh, oh. Was ist das denn hier? Aha. Das sieht da vielversprechend aus. Könnte ich mal durchlesen. Guten Tag. Bayek, der größte von allen. Ich kenne die Lieder. Ich bin 1,80. Nicht der größte. Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Deine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. So. Ach, da ist noch jemand. Hab ich gesehen. Da ist sie. So viele Tote. Tahira. Ah, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener, bei einem Massaker getötet.
Man wird ihrer als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Hey, warum war gerade das Farbsetting anders? Wir haben Verborgene auf Rufius Leibmanns angesetzt. Und sie ist aber alles so hell. Wir verraten dir alles, was du wissen musst. Ach du Scheiße, wie viele Quests kommen denn jetzt? Usokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk und die Verborgenen. Ich würde für ihn sterben. Ich finde diesen Usokon. Was mit ihm? Das kann ich nicht ihm. Nein, klicken. Und die Sklaven sterben. Er ist ja in der Nähe. Komisch, dass ich den eigentlich nicht mehr sprechen kann. Mit Tahira am Steinbruch, wo die Sklaven sterben. Sa'ata! Bededuk'a! Nicht erwischen lassen. Operum Tuloruma Gemancestra. Heilige Scheiße. Ach, Bayek. Es wird Zeit, Rufios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Alles klar, der Henker. Da ist er. Ich bleibe hier und sehe mir diesen Wacker an, bevor wir die Senu über ihn her. Natürlich. Nee, ich sehe mir das auch mal an. Aber ist es auch klug, ihn vor aller Augen zu tun? Alter Schwede. Alles 39er.
Sonst haben wir keinen, oder? Schwede, sind das viele. Verblasst die öffentliche Wirkung unserer Taten neben dem Guten, das sie bewirken. Ich vertraue dir. Wir haben zusammen den Nil gefahren und wir schaffen es auch im Sinai. Blöde Kuh kommt nicht mit. Alter, das sind viel mehr. Ich kann ja hier versuchen, lang zu gehen. Alter, wie schnell sind die mit den... Scheißposition. Schnauze. Die gehen aber noch, wa? Boah, das ist voll heftig. Boah, Alter. Alter. Die sind ja mega heftig. Drei Schläge bis tot. Und jetzt auf die Hälfte erst runter. Ach nö. Was bin ich hier?
ich vorsichtig sein. Hier nicht. Komisch, hier ist nichts. Hier ist alles nur in Butter. Haben wir nichts zum Aufwerten, Alter. Ist ja mega schlecht. Die merken nichts. Los, aus und Krieger! Auxilium! Endavovus in Konsumationen! Das brennt! Tartimovus, Flori, der Wiss! Was ist das denn für ein Scheißwasser? Das ist doch wohl sterben! Meine Kinder zu Sklaven gemacht! Das sind Sklaven, ne? Die Pussy. Ah.
Das ist gut mit dem Wasser. Das sind Spaten. Weil ihr Arschlöcher seid. Achso, habe ich geholfen. Irgendwie habe ich dir geholfen.